Die Kanadagänse und ich haben etwas gemeinsam. Wir sind beide umgesiedelt. Die Kanadagänse von Kanada nach Deutschland. Und ich von Deutschland nach Kanada. Hallo zusammen. Wenn ihr meine Videos schon mal angeguckt habt, wisst ihr, dass ich seit 28 Jahren mit einem Kanadier verheiratet bin und hier im schönen Westen Kanadas wohne. Wir sind 5000 Kilometer entfernt voneinander aufgewachsen und deshalb gibt es bei uns Unterschiede im Denken, Tun und Handeln im alltäglichen Leben. Hier sind 11 wichtige Unterschiede, die wir von Tag zu Tag erleben, wo wir uns wirklich als Kanadier und Deutsche unterscheiden. Punkt Nummer 1 ist das Frühstück. In Deutschland sind wir gewohnt, morgens immer frische Brötchen zu holen, leckeren Stuten. Es gibt meist Süß, Marmelade, Honig, Rübenkraut, vielleicht auch mal was Wurst und ein gekochtes Ei. In Kanada gibt es das typische Holzfäller-Frühstück mit Bacon und Eggs, also Speck und in der Pfanne Rührei oder Spiegelei, Omelette gibt es sehr viel und dazu richtig deftige Bratkartoffeln. Die Leute, die dann zu ihren Holzfäller-Camps gehen, müssen morgens ordentlich gefrühstückt haben, um dann ihren Arbeitstag zu überstehen. Als zweites Wasser. In ganz Nordamerika ist es üblich, im Restaurant ein Glas Leitungswasser auf den Tisch gestellt zu bekommen. Und das ist umsonst. Wenn man bei dem Wasser bleiben möchte, ist das auch in Ordnung. Wenn man sich gerne einen Wein oder einen Kaffee bestellt, man wird zu nichts gedrängt. In Deutschland kostet natürlich Wasser, ob Sprudel oder stilles Wasser, fast mehr als ein Bier oder ein Glas Wein. Nummer 3 sind die Steuern. Wer in Kanada einkaufen geht und auf das Preisschild guckt, weiß, das ist nicht der Endpreis. Es kommen immer noch, je nachdem in welcher Provinz man sich befindet, die Provincial Sales Tax dazu. Und hier in British Columbia haben wir auch noch die GST, Goods and Services Tax. In Deutschland sind die Steuern mit enthalten. Also ich gucke auf ein Preisschild und ich weiß, das ist genau der Betrag, den ich auch an der Kasse bezahle. In Kanada muss immer noch etwas dazugerechnet werden. Und das gilt auf alles, egal ob man Flugzeugtickets kauft oder einen Liter Milch im Supermarkt. Nummer 4, die Position von Ampeln. Wer Auto in beiden Ländern gefahren ist, weiß, dass wir in Deutschland, wenn wir an eine Ampel kommen, wir machen wahnsinnige Nackengymnastik an der Ampel, weil die rote oder grüne Ampel direkt auf unserer Straßenseite steht. Und wenn man vorne vorfährt, man kann das nicht genau sehen, wann grün wird. In Kanada, und das liebe ich an der kanadischen Autokultur, ist die Ampel auf der gegenüberliegenden Seite angebracht. Und so viel sinnvoller positioniert. Der Autofahrer hat bei Rot die Farbpalette gut im Blick und kann gleichzeitig auch die Kreuzung beobachten. Nummer 5. Wenn wir schon mal beim Autofahren sind, ein Unterschied. In Deutschland gibt es die manuelle Schaltung. Hier in Kanada ist die Automatik Standard. Meine Kinder haben zum Beispiel nie Gangschaltung gelernt, sondern direkt auf Automatik, was ich ein bisschen schade finde. Für die älteren Leute ist das hier in Kanada ein bisschen einfacher. Automatik sind einfach bequemer zu fahren und es ist kein Aufpreis für eine Automatik. Das ist hier in Nordamerika üblich und Standard. Nummer 6 ist die allgemeine Autokultur.
zu Fuß gehen oder Auto fahren. In Deutschland macht es überhaupt nichts aus, zu Fuß zu gehen oder mit dem Fahrrad zu fahren. Man baut die täglichen Sachen, die man eh erledigen muss, einfach mit in den Tag ein. Also man geht einkaufen, man nimmt sich das Fahrrad, man fährt mal eben zum Supermarkt. Und das Schöne daran ist, dass man keine Zeit zur Seite legen muss oder zur Seite setzen muss, um ins Fitnessstudio zu gehen und sich da auf ein Trimmdichtrad zu setzen. Es wird alles mit in den Alltag eingebaut. Bewegung. Und das finde ich eine sehr, sehr schöne Sache in Deutschland, was hier in Kanada überhaupt nicht gang und gäbe ist. Ich habe schon erwähnt, es ist eine Autokultur. Und jeder fährt überall mit dem Auto hin, auch wenn es auch nur mal eben die Straße runter zur Bäckerei ist. Es ist alles ein bisschen leichter hier, weil es überall wahnsinnig große Parkplätze gibt und man hat die Parkplatznot nicht. Der Kanadier fährt gerne noch mal eine Runde um den Parkplatz, um genau einen leeren Parkplatz vor der Eingangstür zu ergattern. Das ist natürlich ein bisschen anders in den Großstädten, aber generell ist Kanada eine wahnsinnige Autokultur und in Deutschland, wir sind mehr Fußgänger und bewegungslustige Leute, die das ganz einfach in ihren Alltag einbauen. Ich sitze hier an einem traumhaft schönen Hafen in Victoria und die Geräusche, die ihr hört, das sind die Boote, die hier rein und raus gehen den ganzen Tag zum Fischen oder Angeln. Weiter in meiner Liste als nächstes sind die Unigebühren. Unigebühren sind in Deutschland kostenlos. Hier in Kanada zahlt man eine Heidensumme, wenn man hier zur Universität möchte. Ein Studium kostet zwischen 20.000 und 30.000 Dollar im Jahr, je nachdem, was man studiert. Und das sind dann 2 bis 3 Semester. Nummer 8 ist das Schulsystem. In Kanada gibt es einen Zweig. Man hat die Grundschule und dann die höhere Schule. Und man muss sich nicht mit 11 Jahren entscheiden, ob man in die untere Schiene, in die mittlere Schiene oder eventuell in die höhere Schiene sich einschulen möchte, weil man später zur Uni gehen möchte. Es wird also nicht unterteilt hier in Kanada nach Wissen, sondern einfach nach Alter. Und das finde ich eigentlich ein schönes System, dass es nicht unterteilt wird, sondern dass alle Kinder erstmal gleichgesetzt werden und sich später die Kinder entscheiden müssen, ob sie mehr den akademischen Werdegang gehen oder lieber den Werdegang, um vielleicht handwerkliche Berufe zu erlernen. Und in Deutschland ist es halt so, dass man sich mit 11 Jahren oder die Eltern der Kinder, die 11 Jahre sind, eine Entscheidung gefällt werden muss, ob man die Kinder in die Hauptschule, Realschule oder ins Gymnasium einschult. Nummer 9, öffentliche Toiletten. Öffentliche Toiletten in Kanada sind wahnsinnig sauber und es kostet nichts, hier auf Toilette zu gehen. Das hat sich in 28 Jahren nicht geändert. Ich kann mich erinnern, als ich damals mit meinem jungen kanadischen Ehemann in Deutschland unterwegs war, als der zum ersten Mal auf einer Toilette Geld bezahlen musste oder in der Herrentoilette eine Toilettenfrau saß, dass der ganz aufgeregt zu mir kam und sagt, was macht die Frau in der Herrentoilette? Und in Deutschland hat sich das mittlerweile auch geändert, dass man durch Drehkreuze gehen muss an Autobahnen und richtig in der Maschine bezahlen muss, was auch einen guten Zweck hat, weil das Geld geht dann an diejenigen, die die öffentlichen Toiletten und Waschräume sauber machen. Aber gedanklich ist das wirklich ein Unterschied, auf einmal dafür zahlen zu müssen. Zum Thema Zigaretten. Ich denke, in Deutschland wird generell mehr geraucht und es wird weniger Rücksicht auf die Nichtraucher genommen. Hier in Kanada ist das ganz streng. Man darf absolut nicht in öffentlichen Gebäuden rauchen. Oft sieht man, dass Raucher und Hunde draußen bleiben. Ob das in Restaurants oder
irgendwelchen öffentlichen Gebäuden ist, Bushaltestellen, Bahnhöfen. Es wird überall nicht geraucht und die Raucher müssen draußen bleiben. Zum Schluss bleiben noch die Einkaufsgewohnheiten. Was ich aus Deutschland gerne hier beibehalten habe, ist, dass ich gerne immer noch täglich einkaufen gehe. Es ist schön, frische Sachen zu Hause zu haben, ob das frisches Brot, Milch oder Gemüse und Obst ist. Und mir macht es wirklich nichts aus, jeden Tag in den Supermarkt zu gehen. Die Kanadier, die denken da ein bisschen bequemer. Einmal in der Woche machen die einen Großeinkauf, fahren mit ihrem dicken Van zu dem naheliegenden Supermarkt und kaufen für eine Woche Lebensmittel ein. Und zu Hause wird das dann alles in die riesigen Kühltruhen gepackt. Ich kann das auch ein bisschen verstehen, weil einfach die Entfernungen es hier manchmal nicht zulassen, täglich einkaufen zu gehen. Aber ich finde die europäische Mentalität so schön, frischen Käse zu kaufen, frisches Brot zu kaufen, das alles frisch zu verzehren und dann am nächsten Tag wieder neu loszumarschieren und sich Neues zu holen. Neben diesen 11 Abweichungen ist der wohl auffälligste Unterschied die strenge deutsche Bürokratie, die ich gerade wieder 4 Wochen miterlebt habe, gegenüber einer wohltuenden Freizügigkeit bei kanadischen Handlungsvorschriften. Das ist übrigens auch ein Unterschied. Wir zählen 1, 2, 3, 4, 5 und die Kanadier zählen 1, 2, 3, 4, 5. Wenn euch meine Videos gefallen, freue ich mich riesig über einen Daumen hoch. Und wenn ihr den Kanal abonniert, hilft das dem Kanal und mir enorm weiter. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss!